Hallo und willkommen zu einer neuen Let's Play Serie. Wir werden Iron Harvest spielen und dazu am besten die Kampagnen. Links seht ihr schon, ich habe das Spiel noch nicht wirklich gespielt, gerade mal auf Level 1 oder nicht arg fortgeschritten vom ersten Level. Ich habe auch nur eine Mission gespielt bis jetzt und das vor anderthalb Jahren und jetzt wird Zeit mal die Kampagnen hier durchzuziehen. Also was haben wir in der Übersicht? Wir haben die Polanie-Kampagne, die Rusviet-Kampagne und die Saxony-Kampagne und noch zwei DLC-Kampagnen. Je nachdem, wie Spaß macht und wie es läuft, können wir die natürlich auch noch uns anschauen. Ich würde aber sagen, wir starten direkt mit der Polanie-Kampagne und dann gibt es hier einen Knopf Kampagne neu beginnen. Willkommen, Kommandant. Wir können unseren Schwierigkeitsgrad festlegen. Dazu haben wir Entdeckung und Erkundung, Abenteuer und Ehre oder Blut und Ruhm. Naja, ich würde sagen, ich bin ein sehr mittelmäßiger Typ. Wir nehmen den mittleren Schwierigkeitsgrad. Und die Muttersprachen werden wir deaktiviert lassen. Ansonsten müsst ihr so viel Untertitel lesen, wenn die irgendwie auf Polnisch oder so reden. So, jetzt sollten alle auf Deutsch reden. Ich habe genug gelabert erstmal. Lasst das Spiel beginnen. So, Ladesequenzenwert. Es gibt einen, wenn die zu lang dauern. Och, das ging schnell genug. Ach, herrliche Winterlandschaft. So, wo sind meine Panzer? Noch sehe ich nichts. Was heißt, ich kann nicht mitspielen? Mädchen können nicht werfen und rennen. Das wäre ein Nachteil für dein Team. Das stimmt nicht. Und was willst du dagegen machen? Heulen? Heul, Suse! Ich heul doch los, gar nicht. Ja, ich Nein, kann sehr wohl werfen. Das ist die richtige Einstellung. So, Steuerung. WASD, wunderbar zum ja? Verschieben. Kinderspiel. Na, das will ich doch hoffen. Es ist ja auch in der ich Tat ein Kinderspiel. Sein. Ich bin doch ganz leise. Ich bin doch ganz leise. So, wie greife ich da dich lang. Jetzt an? Volltreffer. Headshot. Du bist tot. Ein Hinterhalt. Entdeckung. Hey, sie spielt gar nicht mit. Na gut. Oh, schön. Gut, bleiben noch vier. Sehr überzeugend gestorben und wunderbar ein Junge schon getötet. Jetzt müssen wir noch vier Kinder umbringen. Nach da das hört sich vielleicht ein bisschen erwischt. Wert an. Jeder kann sich von hinten anschleichen. Kinderspiel. So, dann gehen ein wir mal Pässe hier in den sich. Schützengraben. Unsere Heldin wird angegriffen. Ich hab die doch getroffen. Ich glaube, das führt zu nichts. Ich brauche Deckung. Ich bin doch nicht tot. Oh. Nur schwer verwundet. Na gut. Dann wollen wir mal hier hingehen. Hier müsste ich sicher sein. Finden wir es raus. Haut dem Feuer ins Maul. Frei. Hey, nur schnell. Au, ich hab sie. Ich muss in Deckung gehen. Wir haben mich doch ganz klar getroffen. So, da oben versteckt sich Angriff. Noch ein kleiner Lümmel. Doch nicht auf ein den Schneemann. Ort. Ach, ich hab ne Helf, das ist gut. Hier müsste ich sicher sein. Das muss man wieder rausfinden. Die Feiglinge greifen mich an. Die mache ich feuerfrei. So. Komm schon, der hat ganz wenig Leben. In die Fresse. Nochmal. Nein, der tarnt sich so gut. Nicht tarnen, verstecken. Euch auf eure Niederlage ein. Er ist tot. Wunderbar. Nee, noch nicht. Hier sollte es sicher sein. Ah, doch. Sieht tot aus. Oh, meine Sensitivität ist ein bisschen hoch. Angriff! Nein, ich unsere Heldin ge- wird angegriffen. Ein perfekter Ort. Versteck dich doch mal. So, lass uns ein bisschen rauszoomen. Hier müsste ich sicher sein. Das sieht doch nach einem viel besseren Ort aus. Ich bin es nicht gewohnt, dass ich mit meiner mittleren Maustaste nicht rotieren kann. Ich kann das nur auf Q und E. Nehmt das! Feiglinge greifen mich an. Peng! Ich muss in Deckung gehen. Ja, dann geh doch auch in Deckung.
Feuerball! Wirf mal mit Dynamit. Das ist viel effektiver. Komm schon. Den schaffst du. Hey, wo sind jetzt eigentlich meine Panzer? Nice. Der cheatet schon wieder. Peng! Wird gemacht. Komm schon. Viel besser. Feuer frei. Ja, noch ein Kind getötet. Die Polanierin tötet den nächsten Russwirt. Du bist ein Russwirt. Die Russwirts kommen. Rückzug. Und ab jetzt zählt jeder Treffer. Hey, du warst tot. Ihr könnt mir nicht entkommen. Waren die Kinder doch nicht richtig tot. Ich muss leise sein. Ja, ich bin doch ganz leise. Nach da drüben? Ja, würde ich sagen. Da ist einer. Wo ist einer? Ich sehe nichts. Ich bräuchte eine andere Kameraperspektive irgendwie, dass bin ich unterwegs. Die flacher einstellen Ihr kann. Ihr könnt euch nicht vor mir verstecken. Nein, eine feindliche Einheit. Angriff! Nein, triff Nach doch da was. Drüben? Nehmt das! Die Feiglinge greifen mich an! Ich dachte, jeder Treffer zählt. Angriff! Da lang! Feuer frei! Komm schon. Ja! Heilung. Nehmt das! Ich bring mich in Position! Angriff! Tot! Ja, sehr tot. Ja, ich bin sehr kein gut. Russwirt. Bist du wohl? Dein Bruder ist auch ein Russwirt. Nein, Nach mein Bruder drüben? Doch nicht. Ich muss leise sein. Unsere Heldin wird angegriffen. Ja, wie kannst du denn überhaupt ein schleichen? Perfekter Ort. Feuer frei! Da Nein! War. Ich hab sie! Ich muss in Deckung gehen. Komm schon, auf die Fresse. Ich muss leise sein. Hier müsste ich sicher sein. Komm schon. Lass mich nächstes Mal einfach mitspielen. Ja. Nochmal auf die Fresse. Ja. Die Russwirts gewinnen. Da ist einer. Oder die Polanier. Wo ist einer? Hier bin ich geschützt. Ganz hinten. Ein perfekter Ort. Na gut. Feuer frei. Was ist jetzt los? Schnappen Sie! Attacke! Nein, Hinterhalt! Es lebe Polania! Au, hey, au! Du bist tot! Oh, bin ich nicht! Du bist tot! Ihr könnt doch nicht... Au! Hey! Sucht euch gleich stärker aus! Oder stärkere! Sie bekommt Verstärkung! Rückzug! Ja, Die haben gemogelt! Schön. Ich hätte gewonnen! Sah eher aus, als wären sie dir überlegen gewesen. Komm, gehen wir zurück ins Dorf. Papa wartet sicher. Oder gut, du zeigst mir endlich, wie man schießt. Du hast es versprochen. Wenn du älter bist, sagte ich. Aber jetzt bin ich doch älter als damals. Und wie soll ich mich sonst im Krieg verteidigen? Wenn der Gute Krieg Frage. Ausbricht, versteck dich. Ich kümmere mich um dich. Und wenn du mal nicht da bist? Onkel Lech sagt, jeder in Polania muss lernen, sich zu verteidigen. Ich bin immer für dich da. Naja, die Jungs haben mir ganz schön zugesetzt und wären das keine Schneebälle gewesen? Ach, Anna, na gut, aber... Ich weiß, nichts Papa sagen. Das wird mir noch leid tun. Ich denke auch, gebt mir eine Waffe. Und einen Panzer. Und so ein cooler Mähroboter, wie die da gezeigt haben im Fampen. Gut, hier im Wald gibt es Hirsche. Wenn wir ganz still sind, finden wir vielleicht welche. Ich hab schon einen gesehen. Aha. Also gut. Nach Ihnen, Generalen. Jawohl, Lieutenant Oberleutnant Sir. Neues Primärziel erhalten. Okay. Legen wir los. Hirsch. Ich leg mich auf die Pirsch, denn ich will erlegen einen Hirsch. Bin da drüben. Ich sehe ihn. Okay. Halt still. Ganz leise jetzt. Nein. Ich habe ihn verscheucht. Was? Ich war doch leise. Hirsche sind Fluchttiere. Und deshalb sehr scheu. Wir brauchen eine neue Taktik, Generalin. Ich versteck mich im Gebüsch, da sieht er mich nicht. Und du treibst ihn in meine Richtung. Guter Plan. Aber er schießt den Hirsch und nicht mich. Ich kann nichts versprechen. Mucksmäuschen still. Was gibt's, Generalin? Bereit. Treib den Hirsch zu mir.
Sehr gut. Empfinde. Suchen wir einen Hirsch. Hirsch, Hirsch, Hirsch. Klar doch. Hirsch, Hirsch, Hirsch. Früher hätte ich vielleicht noch einen Brumpfschrei hinbekommen. Als Jugendlicher, aber jetzt bin ich dafür zu alt. Bin unterwegs. Ja. Such den Hirsch. Klar doch. Sonst werde ich unwirsch. Mensch, das hagelt ja wieder Wortspiele. Wie später Granaten hageln wird. Kinderspiel. Da ist er. Gehen wir in Schussreichweite. Ja. Guter Plan. Los, schieß auf den Hirsch. Klar doch. Töte dieses unschuldige Wesen allein zum Spaß. Moment, auf welcher Seite bin ich denn? Ich bin bereit. Los geht's. Und... Hey. Nicht getroffen. Oh, Mist. Gutes Versteck. Aber der Schuss war wirklich mies. Ich glaub, mit dem Gewehr stimmt was nicht. Hör zu. Wenn du abdrückst, darfst du nicht unsicher sein, ob du triffst. Du musst es genau wissen. Sieh dir dein Ziel an, wie es sich bewegt. Erfühle den richtigen Zeitpunkt. Und dann... Peng! Schon gibt's Wildbraten. Ich verstehe. Glaube ich. Muss ich das jetzt nochmal machen? Gut. Du versteckst dich im Busch und ich... Ich weiß. Rein in den Busch mit dir. Guter Plan. Ist Winter, da trinnt man den Busch zumindest nicht. So. Hirsch, Hirsch, Hirsch. Hirsch, Hirsch, Hirsch. Da ist er ja. Kinderspiel. Ein Glück kann der Hirsch nur begrenzt ausweichen und rennen. Guter Plan. Na komm schon, bieg ab. Klar doch. Komm. Ja. Wie geht's weiter? Abwarten, abwarten. Und Kopfschuss. Bin mir doch sicher. Was muss ich machen? Genauso wie Yannick es mir gezeigt hat. Sehr schön. Ich hab getroffen! Guter Schuss, Schmetterling! Das glaubt mir Papa nie! Er darf nichts davon wissen. Ich hab geschossen. Denk dran. Richtig. Und was für ein Schuss! Dein bester bisher! Scherzkeks. Zumindest Humor haben sie. Das ist ja widerlich. Das gehört dazu. Wir töten nicht aus Spaß. Na, wenigstens das. Besser widerlich als widerlich. Glaubst du wirklich, es gibt Krieg? Sicher. Und diesmal wird es ein ganz großer. Saxony, Roswiet, die Nordic Kingdoms, vielleicht sogar das Shogunat. Die ganze Welt. Kommen die Soldaten auch hierher? In dieses Kaff? Warum sollten sie? Oh je. Yannick! Schieß! Schieß! Ich dachte, wir haben Bärenhunger. Halt still! Sehr schön habe ich das gemacht. Gern geschehen, Bruderherz. Ah, war wohl doch nicht ich. Wer seid denn ihr? Das war ziemlich knapp. Ja, danke. Hatte wohl Hunger. Hey, Arthur, nimm das Vieh mit. Das gibt einen warmen Mantel für Sibirien. Ihr zieht in den Krieg? Nach Roswiet? Ja, wir verteidigen die Heimat gegen Roswiet. Oh. Beeindruckend, was? Ein Schmiaui. Neuestes Modell. Die werden sich umsehen. Fantastisch. Komm, es kann nicht mehr weit sein. Wollt ihr nach Saleshi? Da wohne ich. Ich bring euch hin. Na dann, spring auf, Soldat. Geh gleich zurück, ja? Und vergiss den Braten nicht. Wie soll ich das denn schleppen als kleines Mädchen? Tja, das beantwortet mir keiner. Und vergiss den Braten nicht. Huh?
Oh oh. Ich glaube, das Eis bricht. Oder? Da ist was im Busch. Oh. Ein Babybär. Und Mama Bär ist tot. Oh, oh nein. Es tut mir leid. Her mit dem Gedärm. Oh, so ein süßes Bärchen. Ich bin sehr tierlieb. Oh, das ist eine schöne Sequenz. Aber die Entscheidung liegt bei deinem jungen Piotr, nicht bei dir. Wenn er für sein Land kämpfen will, das gibt ein Blutbad. Du weißt, wozu diese Maschinen fähig sind. Jeder Freiwillige kriegt die beste Ausrüstung und Ausbildung. Und wer weiß, vielleicht steuerst du einmal eins von diesen Dingern. Oh, das klingt das doch gut. Ab nicht. In den Krieg. Ich opfere meinen Sohn nicht in einem weiteren sinnlosen Krieg. Sinnlos? Wir verteidigen unsere Heimat, unsere Freiheit. Was soll aus deinem Sohn werden, Piotr? Ein Patriot oder ein Feigling? So wie ich? Wir alle helfen mit, unsere Heimat zu verteidigen. Und du? So schlimm wird der Krieg schon nicht werden. Und Onkel Lech, natürlich nicht. Nein! Zu Weihnachten sind wir alle wieder zu Hause, Junge. Das hier ist Winter. Spiegel, Janek. Dein Entschluss ist richtig. Du bist ein Mann und ein Polanier. Beides sollte dich mit Stolz erfüllen. Komm, pack deine Sachen. Janek! Du ziehst in den Krieg? Er sagt doch. Nur ein paar Monate. Du lässt mich ganz allein. Bestimmt. Nein. Niemals. Ich will dich nur beschützen. Der Krieg kommt, ob wir wollen oder nicht. Onkel Lech sagt, am besten ist es, schnell und hart zuzuschlagen. Wir müssen den Russwirts und den Saxoniern zeigen, dass wir uns nichts gefallen lassen. Dass wir uns nicht verstecken. Aber Papa sagt, es wird ein Blutbad. Papa ist kein Kämpfer. Aber jemand, der denken kann. Er würde sich lieber verkriechen und rostiges Ackergerät reparieren. Er versteht das nicht. Da lebt man aber wenigstens. Dann will ich aber mitkommen. Ich tue das doch für dich, Schmetterling. Geh nicht. Es ist nur für ein paar Monate. Oh, das Bärchen mag mich. Ja, ich bin jetzt seine Mama. Sie sagten, der Krieg wäre ein Abenteuer. Sie versprachen Ruhm und Ehre. Tolle Aufnahmen. Am Ende sollte er 5 Jahre dauern. Jahre voller Qualen und Schrecken, wie sie die Welt noch nie gesehen hatte. Find das ganz cool gemacht mit den Robotern und den alten schwarz-weiß Kriegsaufnahmen. Zum ersten Mal traten sich die Nationen der Welt mit Waffen gegenüber. Die Dutzende, Hunderte Menschen mit einem Schlag töten konnten. Ach, Krieg ist doch grausam. Jetzt ist der Krieg vorbei. Doch er kostete Millionen Menschenleben. Auch das von Janek. Oh Mann. Mein Bruder, der an Weihnachten wieder zurück sein wollte. Der mich nie verlassen wollte. Krieg ist scheiße. Aber wir haben Spaß beim Spielen. Da ist Krieg gut.